In der letzten Episode. Gute Nacht. Ja, 21.50 Uhr. Ich möchte lieber am Fenster schlafen. Yes, gibt Gummi, zweiter Gang. 5000 Umdrehungen. 35. Da liegt eine Waffe. Okay, dann nehmen wir die gerade mal mit. Aber eins müssen wir erst noch machen. Das Ganze nicht. Okay, jetzt machen wir es halt so. Gut. Vielleicht kriegt man wenigstens noch ein bisschen Geld fürs Taxi. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei Project Zomboid in Episode 78. Wir sind ein wenig hungrig, weinerlich und schwer beladen und jetzt ist es auch noch gelangweilt. Toll. Ich habe zu lange gebraucht für den Vorspann. Genau, wir waren hier in diesem Haus, was sehr interessant aussieht tatsächlich. Halt. Ja. Warte mal. Der Wasserbestand sieht eigentlich ganz gut aus, okay. Es ist 9.50 Uhr, okay. Du hast gutes Werkzeug in der Hand. Das muss man dir echt lassen. Aber wir haben eigentlich aufgeräumt hier. Ja, es ist starte neue Session, da ist natürlich erstmal alles wieder unbekannt. So. Wie ist es mit dem Sack? Der ist gar nicht so voll, okay. Ja, wir müssen jetzt erstmal nach Hause fahren. Das Auto ist voll. Also fast das ganze Auto voll. Gegenstände auf dem Sitz, warum steht hier keine 3? Hm. Keine Ahnung. Okay, sei es wie es sei, versuchen wir mal nach Hause zu kommen. Erstmal das Auto zu entladen, bevor wir wieder weitermachen. Und das bitte nicht so schnell, weil es wäre dann noch schöner. So. Wie sieht das hier aus? Eigentlich habe ich gut aufgeräumt. Ja, da kommen sie schon wieder, die Penner. Nix wie weg hier. Komm, schaffst du dritten Gang? Mal ein bisschen ausweichen hier. Na. Yes. Maximum Tempo. Ja, wir brauchen echt mal ein größeres Auto. Das ist echt furchtbar. Gut. Kannst du die Säcke mitnehmen? Nein, nicht in den Sack. In der wäre das normale Inventar. Ein Sack in den Sack geht natürlich nur, wenn er nicht so voll ist. Kannst du bitte. Kannst du nicht. Okay, kannst du es in den Rucksack? Ist auch nicht, okay. Da haben wir nichts drin. Okay. Oh, jetzt bin ich hungrig, weinerlich und zumindest nicht mehr gelangweilt. So, was haben wir denn hier alles drin im Sack? Hm? Stoff. Also Material, Kleidung halt. Ein Eimer leeren. Okay, den machen wir gleich mal voll. So. Hier bitte was? Achso, das sind alles Spinde, ja. Ich will gerade mal gucken, ob wir noch mehr haben. Der ist relativ leer und da ist ein Müllsack drin. Platzier den mal. Dann machen wir nämlich gerade mal Durchguckmeister, okay? Gut, gib dir mal alles. Das ist zwar alles ein bisschen viel, aber hey. Ja, das dauert. Ich weiß ja nicht, warum die Bohnen und Erbsen ausgerechnet so lang brauchen, aber hey. So, dann kannst du den Müllsack erstmal in den Rucksack tun. Okay, wir haben auf jeden Fall... nee, Quatsch, das ist ja hier auf dem Boden. Warte mal, wo war die Wasserflasche? Da haben wir jetzt 4, richtig? Genau. So, die zwei kommen raus. Das andere ist noch leer. Genau, dann haben wir ein bisschen Material. Ist da noch Platz? Ah, fast nicht mehr. Das heißt, das geht wahrscheinlich nicht rein, genau. Was ist mit dem Ruck, mit dem? Da ist noch ein bisschen Platz. Ah, das ist alles sehr, sehr schwer. Okay. Futter. Bücher, okay. Das ist ja hier so ein belletristischer Stapel. Das heißt Buch, Kreuzworträtsel, Zeitschrift, all das fliegt hier raus. Dann haben wir Videokassetten. Die sammeln wir hier klassischerweise auf dem Boden. Okay. Hier ist ein Eimer und Medizin und CDs. Ah ja. So, sarkastisch.
Echt, wir sind immer noch überladen. Gut, das fliegt alles raus. Den Eimer tust du mal ins normale Inventar. Und dann bitte befülle alles. Gut. Bevor die Prozente noch komplett verschwinden, leg mal das Zeug so schnell wie möglich ab. So, das hier ist alles mit Wasser. Ja, das ist schon besser. Dann haben wir halt Futter. Ja, diese Erbsen und Bohnen, die getrockneten, die sind relativ schwer. Man denkt das gar nicht. Denkst du mir nur so ein kleines Päckle, aber das sind 2 Kilo. Das ist schon so ein kleiner Sack. Das unterschätzt man schnell. So. Es ist surrt der Kühlschrank. Ja, dafür haben wir nichts. Okay. Warte mal. Hier sind. Das Ding ist voll. Oh Gott, alles klar. Wir haben mal weitergemacht. Das ist aber auch schon relativ gut gefüllt. Dörrfleisch. Das kann man eigentlich erstmal hier reintun. Da ist auch schon welches drin. Und dann packt man die. Ach du Schande. Die Ramennudeln. Die sind auch. Ne, die sind relativ leicht. 0,2 nur. Okay. Okay. Dann lass uns mal. Ne, das war die falsche Taste. Eintopf. Was können wir denn da reintun? Bier, echt? Ah ja, genau. Dann machen wir mal Kidneybohnen. In die Suppe. Machen wir uns einen schönen Eintopf hier. Den packst du wieder zurück, okay? So, Ei rein. Genau, Pfeffer nicht vergessen. Tomatenmark gehört auch dazu. Ja, das wird ein sehr, sehr spannendes Essen auf jeden Fall. Ein Dörrfleisch. Und das Bier natürlich. Und dann machen wir noch ein Ei. So. Gut, da haben wir jetzt einen richtig, richtig leckeren Eintopf. Das nennt man einfach Resteverwertung. Ihr nennt es Eintopf mit Tomatenmark, okay? Wenn du das so meinst, einschalten. Ja, du musst ja nur einfach den Knopf drehen. Was brauchst du da so lang? Okay, warte mal. Befülle mal. Ja, befülle mal alles, komm. So, dann schmeißen wir die eine Flasche nachher raus und dann stellst du wieder vor den Herd. Wie lange braucht das? Braucht schon ein Weilchen, natürlich. Dann lernen wir weiter Kfz-Mechanik. So, ich behalte dann dafür das im Auge. So, nimm dir mal und schalt den Herd aus natürlich. So, dann isst du davon mal, wie viel ist denn das? 4,68, minus 55 Hunger, minus 26 Durst, minus 8 Langeweile, minus 28 Unglücklichkeit, also wenn es komplett ist halt. Dann essen wir mal die Hälfte. Oh, das gibt natürlich hier von weinerlich auf, nur noch etwas unglücklich. Nice. Gut, der Rest kommt natürlich in den Kühlschrank. So heiß wie es ist. So. Ja, ich habe gesehen, hier unten zuppelt der Fernseher noch vor sich hin. Den kann man natürlich ausschalten. Ja, okay, Geräteeinstellung dann halt. Okay, so, lass uns nochmal checken. Müsste jetzt eigentlich das Zeug los sein, richtig? Ich denke schon. Ist aber noch immer noch ein Sack im Auto. Den müssen wir leider noch entleeren. So, dann packst du ihn schon mal in den Rucksack. Ja, wie schon gesagt, also das mit den Säcken, das ist mit den Müllsäcken, das ist schon ziemlich cool. Da gehen 20 Kilo rein und 20 Kilo gehen auch auf den Sitz. Also wenn du den voll hast, kannst du einfach auf den Sitz packen. So. Hier drauf, richtig? Genau. Sekundär ausrüsten. So, wie ist das hinterm Auto? Da sind auch nur Müllsäcke drin, okay. Dann einfach rein damit. So, ab in den Müllsack. Was ist hier drin? Reinigungsmittel. Schon wieder was mit Wasser. Okay, ein Nähzeug. Und ich glaube, ein paar Sachen haben auch schon Wasser drin. Hier der Kochtopf zum Beispiel. Die Schüssel, hat die schon Wasser drin? Wo sehe ich das?
Sieht nicht so aus. Okay. Gut, also Nesit, Weinglas. Kommt beides drin? Interesting. Okay, dann lass uns erstmal das Reinigungszeug ab einsortieren. Das ist ja hier alles irgendwo mit drin. Ah, Staubschutzmaske, genau. Haben wir eine auf? Ja, wir haben eine auf. Gut. Dann kommt die hier rein. Da, ach, da haben wir auch eine Schutzbrille. Super. Einfach als Reserve. So, wieder alles befüllen. Er macht aber so wie so mit so einem Zauberstab. Abracadabra. Schüssel ist voll. Ja, weil das alles im... Oh, das ist ja alles in der Tasche. So. Eimer mit Wasser, Schüssel mit Wasser, Wasserflasche, Weinglas mit Wasser. Oh ja, komm raus damit, yes. Das wird zwar nicht wirklich leicht, aber hey. Hast du aber geschafft, gut. Ein bisschen ist es zumindest jetzt leichter geworden. So, ist da noch Platz für die Metallplatte und den Metallschrott? Ah ja, das Seil. Ich weiß gar nicht, wo wir die gesammelt haben. Wir haben auf jeden Fall hier Schachtel mit Nägeln. Hier ist das Seil drin. Ein Seil drin, sag ich mal. Okay, mehr haben wir erstmal nicht. Gut. So, dann kommen die ganzen Elektronik-Sachen erstmal auf den Boden und der Rest... Von denen, was wir schon auseinandergenommen haben, anscheinend kommt da rein. Dann haben wir noch eine Taschenlampe, die schmeißen wir auch hier auf den Boden. Kassetten. Und noch eine CD. Kochen, Zeitschrift, Buch, alles klar, das geht relativ gut ab hier schon. Dann würde ich nämlich tatsächlich auch gar nicht hochgehen, sondern einfach das Tür hier in, das Zeug dann in die Tür legen. Einfach, dass wir es dann los sind. Kochenpan 2. Und die Dose Mais. Okay, alles klar. So. Müllsack in den Rucksack. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. So, dann machst du Erste-Hilfe-Band 1 auch erstmal in den Rucksack. Genau. So, ich muss mal jetzt auf die Karte gucken, damit ich mich jetzt nicht verfahre. Wir fahren im Prinzip wieder zurück. Hier mal hin, dieses Schulgebäude. Ich nehme an, es ist ein Schulgebäude. Mit dem Ziel, mittelfristig das Auto zu tauschen. Wir versuchen auch schon, das Taxi loszuwerden. Das können wir ja auch nicht benutzen. Gucken, ob sich dann ein Käufer findet. Sonst müssen wir das hier irgendwie auf Z-Bay verscherbeln. Oh nein, ich habe Geschwindigkeit verloren. Achtung, Zombie in der Kurve. Hast du gut umgefahren. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier vorne los ist. Es sind nur zwei. Da sind schon ein paar. Okay, alles klar. Dann lassen wir das Auto hier stehen und machen den Rest zu Fuß. Ja. Das mache ich natürlich nicht hier. Vergiss es, Junge. Das dicke Arme, weiß Bescheid. Halt. Steht sie wieder auf unter mir. Und wahrscheinlich stehe ich nicht komplett drauf. Der kommt da jetzt über den Zaun, der Penner. Ich sehe das schon. Gut, das war's zumindest erstmal. Beta-Blocker.
Wie ist denn das? Sind wir da etwas unglücklich? Aufheitern, ja, mit der Suppe heitern wir uns dann auf. Mal wieder später. Sind ja aber noch mehr unterwegs. So, wie ist denn das hier? Ne, das war hier unten. Nehmen Leitkegel. 5 Kilo wiegt so ein Leitkegel, echt? Sind das Blei oder was? Dann sag ich, den Gullideckel kannst du nicht nehmen. Gut. Darfst du hierhin platzieren. Hast du gut platziert. Kannst du bitte in das Auto steigen? Aha, hast du geschafft, gut. Oh ja, da drüben ist tatsächlich noch ein ganzer Schwung, okay. Gucken, wie es aussieht hier, im Generellen. Da drüben ist der Parkplatz, okay. Erstmal den Briefkasten checken. Briefkasten war ja nichts, genau. Ne, hinter dir. Einfach mal drüber gewatschelt. Ja, da sind wieder ein paar, okay. Es gibt auf jeden Fall genügend Autos hier. Ach, da unten ist auch einer, okay. Na, da unten kommen auch welche, okay. Dann ist das hier nicht der richtige Ort. Bleibt alle unten. Das gilt auch für dich. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein Feuerzeug. Viele Stifte. Warte mal, wir nehmen uns erstmal den Zombie da unten vor. Der denkt, er wäre ein Hund. Alles klar. Wo kommst du denn her? Er hat einen Rucksack auf. Das ist interessant. Zwei. Vier. Okay. Erstmal alle anderen. Dann nimm halt den Rucksack später. Ah, okay, dann müssen wir mal gehen. Ey, ich will den Rucksack. Vielleicht will ich ihn auch nicht.
Wald hinter dir. Ja, nix da. Fahr gleich mit dem Auto weg, weiß Bescheid. Mhm. Schulrucksack, was hast du da drin? Comicheft. Das nehme ich natürlich mit. So. Naja, ein Haufen Schmuck halt. Das ist schwarze Digital. Wenn sie gleich Akro da drin. Ist zu echt. Tja. Hallo. Ja. Oh, hat's nicht geklappt, echt? Lass mal schöne Tasche und einen schönen Helm. Oder ist sowas zu essen drin? Chips. Was haben wir sonst noch? Schutzhelm. Nehmen wir mal mit. Und die Digitaluhr ist auch nicht aktiviert. Bauleiter West, echt? Du warst der Bauleiter. Hast du die Tür bald kaputt oder wie lange dauert das hier noch? Ich muss mich noch in den Mülleimer kümmern hier. Da ist auch ein Müllsack drin. Du bist echt ein Idiot. Ja. Ein Buttermesser, naja gut. So, machen wir mal aus den Kühlschrank, wollte ich schon sagen, den Fernseher. Haufen Fleisch, okay. 9 zu 10 ist das schon. Ja, wir werden hier nicht pennen. Recht im Nachbarhaus. Okay. Ich sag mal, wir haben uns schon mal sesshaft gemacht. Ja, das eine Haus, das Haus hat auch ein kaputtes Fenster, aber was willst du machen? Manchmal kann man einfach nicht wählerisch sein. Ein Haus ist auch leicht übertrieben. Schon wieder so ein Fernseher. Okay. Ein Wortsuchemagazin. Tanktop. Na gut. Wir lassen das mal hier. Brieftasche, Geld. Ja, das ist, Entschuldigung, aber das muss mit. Und Bourbon natürlich auch. Also Bourbon und Geld, das sind immer so zwei Dinge, die sollte man immer dabei haben. Also auch nicht. Eine Schaufel. Ja, das ist ja hervorragend. Das haben wir nämlich bisher noch gar nicht gehabt. Was ist hier drin? Butter. Plus 20 Unglücklichkeit. Ja, das ist ja auch wieder genau die richtige Richtung. Nom nom nom. Und die Karotte hinterher. Das ist eine große Möhre, alter Schwede. Ist gut zu kauen. Naja. Hier ist das kaputte Fenster. Elektrotechnikband 1. Hm. Weiß jetzt gar nicht, ob wir das schon gelernt haben. Anderer Schrank ist nur Kopfkissen. Okay, was ist hier drin? Hallo? Warum guckst du da nicht rein in den Schrank jetzt? Okay. Weil es nicht interessant ist, okay. Der Wecker ist aus. Schnurlos. Telefon nehmen wir mit. Der Rest lassen wir einfach hier. Naja. Das ist praktisch. Zum Befüllen und Waschen. Wasche dich selber.
war ja doch ein relativ intensiver Tag mal wieder. Okay. So. Okay, hol mal deinen Schlafsack raus. Wo ist er denn? Ja. Auspacken. Erstmal auspacken. Eins nach dem anderen. So. Unroll Sleeping Bag. So, dann bitte platzieren. Platziert in Ruhe, alles klar. So, dann heißt es, du weißt, Abendprogramm mit leichten Wehwehchen macht es besonders Spaß. Hilfe, alles so schwer. Okay, setze wieder den Rucksack auf. Gürteltasche. Und dann gute Nacht. Ach du Schande, was sagt die Lunge? Extreme Anstrengung, du kannst kaum gehen. Hilfe. Ich glaube, ich schlafe hier mittelmäßig. Ist erstmal egal, ob du schläfst überhaupt. So, wachen wir mitten in der Nacht auf. Tatsächlich. Na ja, gut. Dann nimmst du den Schlafsack wieder. Und wie man weiß, das dauert ein bisschen. So, den rollst du wieder zusammen. Denn er wiegt 1,3 und zusammengerollt wiegt nur noch 1. Und dann kommt er noch in den Rucksack und dann wiegt er fast gar nichts mehr. So. Okay, da wir nichts machen können, lesen wir einfach mal weiter. Seite für Seite. Also 6.30 Uhr sollte es mal mindestens sein. Bevor wir dann nach draußen gehen. Ja, und der Nebel ist natürlich auch wichtig, das ist klar. Dann werden wir einfach weiter lernen. Den ganzen Tag. Auf Maximum Geschwindigkeit. Die dichte Suppe. Krieg wieder das Buch fertig heute oder was? Du kriegst schon Hunger. Und gelangweilt ist der Herr natürlich auch immer nur lesen und lernen, Alter. Gut, er ist fertig, tatsächlich. Dann wissen wir jetzt Kfz-Mechanik Band 1. Multiplikator von 3. Da müssen wir uns mal ein bisschen um Autos kümmern, wahrscheinlich. So, nächstes Buch ist... Elektrotechnik wäre eigentlich schon sinnvoll. Weil da machen wir schon viele Sachen und... So, da klärt sich der Nebel um 14.30 Uhr. Kommen wir dann mal raus. 14.50 Uhr inzwischen schon. Okay, du hast ein bisschen mehr Hunger, dann gehen wir ins Nachbarhaus. Schlagstock ist leider auch schon wieder fast kaputt. Und den kannst du nicht reparieren. Dann kochen wir einfach mal einen ganzen Schwung Fleisch. Ich denke, viel mehr können wir da auch gar nicht machen hier. Na gut, ein bisschen Wasserbehälter, die nehmen wir schon mal an uns. Eine verrottete, ungekochte, tote Ratte. Ja, da kommt, das lassen wir erstmal drin. Das Haus wird einfach gar nicht markiert und dann passt das. So. Alles in den Ofen. Gut. Kannst du wieder ein. Nee, ich gehe zu. Einschalten. Genau. Wie wäre es verrottet und gekocht? Ja, nee, hol das mal raus. Okay, dann befüllst du jetzt einfach mal alles. Ja, okay, nicht nur den Becher, sondern einfach alles. Hast du eine Flasche hier gefunden, echt? Dann lassen wir das mal hier. Gehen wir auf die Karte und machen hier ein kleines Wassersymbol. Ist hier drin. Kleines Wassersymbol. Ja, es gibt auch noch Futter hier. Ist irgendwie so ein Dosensymbol. Apfel gibt es hier. Na gut. Da wissen wir auf jeden Fall, dass es hier was zu essen gibt. Okay, dann isst jetzt mal das Gemüse erstmal. Die anderen Sachen brauchen alle. Okay. Hast jetzt zumindest mal ein bisschen Hunger gestillt und dann bitte weiterlesen. Okay, das reicht. Halt, hier rein wollt mal. Alles drin. Also erstmal zuerst. Ist eigentlich egal, ist alles lecker, okay. Dann ist mein Steak.
Also apropos, sagt das Gewicht 85, wir sind fast auf Normalgewicht runter, krass. Hast dich gut runtergehungert. So, dann isst du das Hackfleisch auch noch. Den Rest kriegst du wahrscheinlich nicht rein, schätze ich mal. Doch, kriegst du auch noch rein. Okay, senkt alles ein bisschen die Unglücklichkeit. Und dann machen wir den Ofen erstmal aus, bevor wir weiterziehen. Ja, das, naja, das kann man eigentlich immer lassen. Hier ist nicht viel zu holen. Das ist auch kein echter Schreibtisch. Das ist wirklich nur so ein einfacher Schreibtisch. So, ich weiß jetzt nicht, ob in den Büschen eventuell noch Zombies sind. Deswegen schleichen wir uns mal lieber ans Auto. Habe ich einen Benzinkanister bei uns? Ne, aber nicht. Wir haben dafür einen ganz anderen Schrott, den man vielleicht mal so langsam mal loswerden könnte. Und wie sieht's aus? Kein Benzin. Die Motorhaube ist unser, ist das beste Element in diesem gesamten Auto. Oh Gott. Du kommst da nicht rein, echt? Nope. Na, ich hoffe, dass der Kofferraum nicht verschlossen ist. Gut. Da oben sind noch ein paar. Also wir haben ja oben 4 Autos. Das blaue wäre mir am liebsten wahrscheinlich. Nicht vom Verbrauch her, aber vom Transport her. Das du mitnehmen kannst. So. Verwenden wir einfach mal nicht unser Schlagwerkzeug. So, dann gehe ich einfach hier an neben das Auto und kann ich mir nicht mehr flankieren. Edge. Halt. Ja, ja. Die haben nur Kleidung an sich. Ich will nicht fallen. Irgendwann schon. Irgendwann fällt jeder. Nur mein Interesse halber. Du kannst das Stoppschild nehmen. Was verwendest du da für Werkzeug? Hast du jetzt in der Hand? Schau, ach du Schaufel, kannst du echt das ausgraben? Wie ist denn das hier? Kannst du nicht nehmen, okay? Magst du nicht, okay? Okay, warte mal. Nimm dir mal einen dieser Müllsäcke in die Hand, sekundär. So, da kommt jetzt mal ein ganzer Schwung an Zeug rein. Also ein Stoppschild zum Beispiel. Halt! Du sollst das... Also da rein, ja. Da rein, das Stoppschild in den Sack. Hm? Was haben wir sonst noch? Hier ist erstmal nichts. Warte mal, du hast die Schaufel noch in der Hand, richtig? Genau. Stoppschild und Schaufel, das passt da gut zusammen. Aber wir haben hier halt einen ganzen Schwung an Sachen mal mitgenommen. Das Geld, Comicheft, Beta-Blocker, das kann auf jeden Fall rein. Da haben wir noch Feuerzeug. Genau. Wie voll ist die Tasche jetzt? 9 erst, echt. Unten sind wieder welche, okay. Zombies. Hm.
hier fallen lassen. Lass die mal da liegen. Ah ja, okay, alles klar. Ah, guck mal, da liegt ein Schlüssel. Taxischlüssel. Hast du nicht nehmen können, okay. Müssen wir später machen. Ja, okay. Schlagstock vielleicht mal doch in die Hand nehmen. Habt ihr irgendwas Spannendes oder so? Schwarze Digitaluhr zumindest. Taxischlüssel, das ist ja schon mal nicht schlecht, weil Taxi hat natürlich dann schon ein bisschen mehr Fassungsvermögen im Kofferraum. Ja, okay. Im Vergleich zu was? 21 oder was am Tier rein? 20. Ja, okay. Wie schon gesagt, dieser, ich sag mal, Pickup wäre halt interessant. Danke, Slea. Wie das? Ach, du hast hier auch einen Schlüssel. Gut, haben wir da aber auch für einen Schlüssel. Das ist im Prinzip das, was wir haben, nur als Stufenheck. Benzin scheint hier auch leer zu sein. Zumindest sah das so aus. Gummiband, Brieftasche, Ohrhörer, Bindfaden, Nähzeug. So. Ist ja noch besser. Bitte. Menno. Ein Schraubenschlüssel zumindest. Klebeband, Sack. Fassungsvermögen 15. Ja, dann nehme ich den nicht mit. Zombies sind auch wirklich nicht sehr interessiert. Doch, jetzt schon. Wie bitte was? Du wirst... Also es ist schon wieder 19 Uhr. Achso, ja, wir haben den ganzen Tag gelernt. Bald heißt es Adieu Schlagstock. Ich sag mal so, das ist ja für das Gewicht auch gar nicht so schlecht. So, dann bitte einmal in den Rucksack. Dann füllen wir gerade mal um. Also jetzt hast du den Müllsack auch in den Müllsack getan. Okay, machen wir mal nicht. Pflaster, Taschentuch, alles so rüber. Schraubenschlüssel haben wir jetzt auch mal nur so dabei. Nee, das ist kein Schlüssel. Und noch eine Uhr. Da sitzt doch jemand an dem Haus, okay. Das Auto ist komplett verriegelt. Achso, ja, ich wollte nebenbei noch schauen wegen Benzin. Hier war ja, hat ja die Leuchte signalisiert, dass da nichts ist. Niegelnagelneu und 30 Benzin. Das wäre echt das perfekte Auto. Genau. Das ist natürlich ärgerlich. Aber was willst du machen? Alles aufmachen. Schlüssel steckt auch nicht. Naja. Die Karten brauchen wir nicht mehr. Plastiktüte, Klebeband. Ach, und hier ist noch ein Autoreif. Warte mal. Ja, das ist wieder zu weit draußen. Okay. So, den Rest mal bitte nehmen. Naja gut, das Taxi ist auf jeden Fall schon mal besser als diese kleine Karre. Später. Ja.
Oh. Okay, dann packst du das erstmal alles so rein. Und dann räumen wir hier kurz das alles rein ins Auto. Benzin kann, ist das auch leer, da auch drin, okay. Erstmal alles rausschmeißen, dass wir zumindest erstmal los sind. Luftpumpewagen, hier kommt mal alles rein. Ja, das sind auch nur 5 Kilometer, aber was willst du machen? Jeder fängt mal klein an, so ähnlich. Das heißt aber, wir haben hier zwei Autos auf der Karte. Und ich mache wieder Pause, nicht erschrecken, wenn die Musik ausgeht. Und zwar Autosymbol ist hier. Warte mal, wo ist denn... Ja, eines... Warte mal, wie ist das? Genau, eines ist hier und eines ist hier. Richtig. Genau, das sind die beiden, die weißen. Uff. Ich dachte, man könnte vielleicht in dem Haus übernachten, aber das lassen wir dann vielleicht. Nee, damit legen wir uns heute Abend nicht mehr an. Dann kehren wir in das Haus erstmal zu Fuß zurück, wo wir übernachtet haben. Wie sind das hier? Das war, die waren halt alle hier oben. Das kleine Haus hier was. Es wäre bestimmt nicht mehr gut, wenn da noch was drin wäre. Ja, schon. Gut. Sehr hartnäckig. Also eine Polizistin, nicht? Fenster schließen. Gut. Wie sieht's denn hier drin aus im Kühlschrank, der zu weit weg ist? Nice. Dusche, okay. Und das ist dann die Haustür, oder? Ja. Wie ist es, wenn du auf der Couch schläfst? Ist auch nur mittelmäßig, okay. Na gut, dann ist es halt so. Ja, das haben wir alles schon, okay. Gut, dann bitte einmal alles befüllen. Also wirklich viel hast du jetzt lustigerweise gar nicht getrunken, machst du aber jetzt. Okay, und wäscht wieder alles. Gut. Warte mal, wir machen mal das Licht aus. Sieht uns zumindest keiner, wir haben keinen Laken da. Warte mal, kannst du, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Kannst du da irgendwie ein Laken? Nee, nicht ein Laken, das sei Kleidung zerreißen, das ist nur Stoffhetzen. Komm richtig gut an den Schrank hier. Abbauen, heller, niedriger Tisch. Da müssen wir erstmal da durch. Ja, okay. Das dauert ein bisschen. Hast sogar ein Brett gewonnen, nicht? Da nur ein Schraubenzieher drin. Okay, dann schlafen wir halt unter offenem Fenster. Okay. Abendprogramm, mein Gutster. So. Wir sind ja auch Polizist. Also war sie wahrscheinlich erstmal erschrocken. Sieht aus wie Polizist und Feuerwehr. Wir sind halt beides in einem. Masterson Horizon Schlüssel. Wo hast du den jetzt wieder her? Anziehen, vorne tragen. Da müssen wir nochmal gucken, welcher das ist. Jetzt geht's erstmal ins Bett. Gute Nacht. Ja, wir werden heute ein bisschen länger schlafen, fürchte ich fast. Ja. Also okay ist. Gut. Es regnet ein wenig. Was sagt der Hunger? Dem Hunger geht's eigentlich ganz okay. Ich will jetzt auch gar nicht das Haus durchsuchen. Mir ging es eher darum. 10 Unglücklichkeit. Muss vor der Zugabe in Rezepten geschnitten werden. Oh geil, so viel Durst. Wassermelone. Ja, komm, ist. Ach so, aufschneiden. Ja, dann schneide die halt auf. Was machst du denn daraus? 10 Scheiben. Okay. Komm, iss mal alles. Also alles von einer. Okay, da kannst du noch viel mehr von einer essen.
Essen alles. Man müsste wirklich erst alles machen können oder essen die Hälfte. Nicht von einem die Hälfte. Na gut. Dann dauert das halt. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge versuchen, wieder zurückzukehren erstmal zum Parkplatz von der Schule. Wir werden nochmal gucken, was das jetzt mit dem Master Horizon Schlüssel war, den wir da auf einmal im Inventar hatten. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Das könnte aber sein, dass das der von dem kleinen Auto war, was rechts stand, ist weiße. Weil der ja im Schloss gesteckt hat. Das ist dann gar nicht ins. Ich hoffe, hoffe zwar drauf, dass der Pickup ist, aber das ist es wahrscheinlich nicht. Genau. Ja, müssen wir halt ein bisschen umräumen mit dem Benzin. Wir werden die Autos dann halt entleeren vom Benzin her. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Platz im Taxi, dass wir dann zumindest ein bisschen durch die Schule können. Mal gucken, was man dort findet. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.